Mann, die Welt wird niemals glauben, was hier passiert. Ich bin gerade auf meinem Server jostein.de und ich habe gesehen, dass einfach Lil Snoopy online ist. Ihr kennt ihn ja, das ist ein YouTuber von der YouTuber-Insel. Und falls ihr meine letzten Folgen gesehen habt, YouTuber-Insel, habt ihr gesehen, dass ich ihn da besiegt habe und seinen Bogen geklaut hat. Und jetzt haben mir Spieler von meinem Server gesagt, dass er hier drauf sein soll und richtig wütend ist und jeden angreift und sogar TNT-Blöcke platziert. Warte mal, Leute, hier ist gerade so ein riesen PvP-Plot. Warte mal, Leute, ich glaube, da vorne ist er, da läuft er rum. Guck mal, einfach Lil Snoopy auf meinem Server hier. Und schaut euch das an, die Hütten, der greift hier wirklich jeden an. Mit seinem Bogen, mit seinem Schwert. Leute, macht er das hier als Rache oder was? Weil ich ihm seinen Bogen weggenommen habe. Guck mal, die armen Spieler, greift die alle an. Er kämpft und kämpft, die Leute. Ich muss ihn gleich auf jeden Fall zur Rede stellen, was hier gerade abgeht. Da hat er gerade schon wieder einen Spieler besiegt, Leute. Die haben doch alle nichts getan. Und was macht er jetzt, Leute? Er hat gerade TNT gezündet. Was? Wie? Ja, Leute, da TNT-Blöcke und ihr zündet die alle an. Das kann nicht wahr sein, Leute. Wieso zerstört ihr alles? Warum ist der Snoopy so sauer? Wo ist der, Leute? Macht ihr, glaube ich, alles kaputt? Und jetzt hat er noch einen TNT-Block. Leute, der zündet ihr einfach, der sprengt ihr einfach alles. Was? Schon wieder einen kaputt gemacht? Was geht, Kumpel? Leute, die Spieler hier auf meinem Server wollen doch einfach nur normal spielen. Dann macht ihr gerade die ganze Fläche kaputt. Was soll das, Snoopy? Was ist? Oh nein, ich muss ihn sofort zur Rede stellen. Wieso macht ihr das, Leute? Ich glaube, der will wirklich meinen Server schaden. Das geht nicht. Ich schreibe jetzt, ey, Snoopy, was soll das? Oh, Leute, das soll sofort damit aufhören. Der hat leider noch nicht im Chat geantwortet, Leute. Und vielleicht muss ich ihm eine private Nachricht schreiben, damit er das sieht, Leute. Läuft hier immer noch rum. Ich schreibe ihm jetzt, hör auf damit. Und der antwortet mir auch einfach nicht, Leute. Was soll das? Warte, ich teleportiere jetzt einfach mal hier raus. Und bewegt ihn irgendwo hin, wo er sich nicht bewegen kann, Leute. So, Leute, ich teleportiere jetzt einfach mal zu mir. Soll Snoopy zu Alphastein. So, hör auf zu kämpfen. Ich stehe jetzt hier vor dir. Siehst du mich? So, und schreibt jetzt ein Schild. Weil vielleicht hat er seinen Chat aus, Leute. Vielleicht sieht er das gar nicht. Komm mal, Discord. Wir müssen reden. Wurde das gelesen, Leute? Er soll sofort kommen, Leute. Ich gucke gerade, ob er da ist. Oh, warte, ich sehe ihn da. Warte, ich gehe schnell zu ihm. Hallo, Snoopy? Hallo? Snoopy, was soll das hier? Was machst du hier vom Minecraft-Server? Du hast mich gekillt auf der YouTuber-Insel. Jetzt mache ich deinen Server kaputt. Hier kannst du leider nichts finden. Aber wie? Was soll das? Ich habe gesehen, du hast TNT-Block und du hast da vorne alles gesprengt, Mann. Und du hast alle Spiele angegriffen. Die haben dir nichts getan. Wieso tust du das? Ja, Pech gehabt, Junge. Du hast mich gekillt. Jetzt kriegst du die fette Rache. Nein, Snoopy, das kannst du nicht tun, bitte. Doch, ich werde jeden töten, den du kennst hier. Jeden. Oh nein, Leute, was machen wir jetzt? Ich glaube, Snoopy ist richtig wütend. Snoopy, bitte. Hä? Leute, wo ist er? Ich sehe den nicht mehr. Wo ist er hingegangen? Hä? Ich glaube, der ist wieder da beim Kämpfen, Leute. Ey, Snoopy, lass das doch. Das hat dir nichts getan, wirklich. Die Spieler spielen ja alle in Frieden. Bitte hier jeden jetzt. Ist mir egal. Lass das bitte, wirklich. Und wieso kannst du hier eigentlich TNT-Blöcke platzieren? Was soll das? Guck mal, du hast hier die ganze Arena kaputt gemacht. Ja, ich kann's einfach. Oh nein, Leute. Und alles nur, weil ich ihn auf der YouTube-Insel einmal besiegt habe. Ist das jetzt alles so wegen deinem Bogen oder weil ich dich besiegt habe? Was willst du, Snoopy? Du musst ja nicht alles kaputt machen. Ich möchte einfach die Rache an dir. Wirklich, Snoopy? Und du hast schon wieder TNT-Blöcke. Das muss ich dann wirklich jetzt. Hey, hör auf, alles kaputt zu machen. Wer hat dir überhaupt die Rechte gegeben? Das war niemand. Das bin ich einfach. Das darf doch nicht wahr sein. Du machst dir wirklich alles kaputt, Leute. Ich muss mir schnell über irgendwas überlegen. Okay, okay, mach ruhig weiter. Du wirst doch sehen, Snoopy. Warte ab. Ich bin der Owner auf dem Server. Haha. Denn ihr wisst es, glaube ich, alle Leute. Ich bin hier der Server-Owner. Der Serverbesitzer von jostein.de, mein Minecraft-Server mit Handy und mit PC drauf, Leute. Ich blende das hier euch nochmal ein, wie das funktioniert. Ganz einfach, Leute. Und dann könnt ihr auch mitspielen. Oh, Leute, das kann echt nicht sein, was er die ganze Zeit macht. Ich muss mir irgendwas überlegen, Leute. Der ist echt wütend auf mich. Ich muss das wieder gut machen. Und deswegen muss ich mir jetzt ein paar Wege überlegen, wie wir das vielleicht hinkriegen könnten und wieder gerade biegen können. Und ich glaube schon für die erste Sache, wie wir es, glaube ich, regeln könnten. Ich nehme jetzt einfach ein bisschen OP-Rüstung, Leute. Hier noch ein OP-Bogen. Verklickt. So, den nehmen wir auch mit. Wo ist die Rüstung stark? Ja, die sieht ganz nice aus. Dann vielleicht noch ein paar Totems, Leute, können wir auch gebrauchen, damit wir das gleich alles überleben können. Weil, Leute, ich kann ihn doch jetzt nicht einfach hier von dem Server bannen. Das geht auf gar keinen Fall. Oder den irgendwie einsperren. Der hat das Recht, jetzt spielen zu dürfen. Ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, nee, du darfst ja nicht auf meinem Server spielen und ich banne ihn, Leute. Das geht nicht. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt so erstmal zu dem und reden wieder mit dem. Hey, Snoopy, was geht, Kumpel? Ich sehe dich. Was machst du hier? Ich werde alles in die Luft sprengen. Siehst du gerade, was ich hier für Rüstung ab, Mann. Mit der werde ich dich jetzt besiegen und werde dich hier aufhalten. Ah, los, geh nein, runter, ne? Obwohl, ich glaube, ich kann das hier echt nicht kriegen. Ich glaube, du bist ja stärker als auf der YouTuber-Insel. Du hast hier voll die krassen OP-Items. Wo hast du die her, Mann? Ja, ich habe meine Kontakte. Oh nein, Leute. Ich glaube, ein paar Zuschauer haben mir was geschenkt. Aber guck mal, ich kann auch fliegen. Ich habe hier noch OP-Rechte. Oha, wie du fliegst. Let's go. Das wirst du niemals überleben. Zack. Oh nein, Leute, ich glaube, so können wir den auch nicht stoppen. Snoopy, lass es! Mach nicht den Server kaputt! Nein, niemals! Ich werde alles zerstören!
Oh nein. Hä? Aber Snoopy, wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht mehr. Du bist hier gar nicht mehr. Wo bist du hin? Das ist geheim. Wie? Snoopy, ich werde dich finden. Du weißt, ich kann mich einfach teleportieren. Genau, das werde ich auch jetzt machen. Was ist denn los mit dir? Warte, ich komme zu dir. Zack. Wo bist du? Und? Warte mal, das kenne ich doch, das Haus hier. Hey! Hier habe ich früher gewohnt, Mann, bei dem Haus hier. Und was ist da passiert eigentlich? Aber was geht hier? Was machst du hier? Haus. Wie, das ist jetzt dein Haus? Was tust du hier? Du kannst eh nichts ab... Hey, wird dir Rechte gegeben? Hä? Ist alles kaputt. Hey, lass das, Snoopy, bitte, bitte. Das ist ein Anwesen. Das hat so lange gedauert, das hier zu bauen. Das war richtig teuer. Das hat Millionen gekostet. Das ist jetzt mein Haus. Ich werde jetzt alles abbauen. Snoopy, hör auf damit. Ja. Ich werde dich jetzt hier vom Grundstück bannen. So, zack. Du kannst nicht mehr drauf. Lass es. Warum machst du hier alles kaputt? Was soll es? Du hast mich getötet auf der YouTuber-Insel. Jetzt kriegst du die Rache. So schlimm war das doch nicht. Ich gebe dir deinen Punkt zurück. Wirklich. Oh nein, oh nein. Hä? Snoopy, du bist ja schon wieder weg. Wo musst du jetzt hin? Ich gehe andere Sachen sprengen. Haha. Wie andere Sachen sprengen? Was meinst du damit? Ja, also das wüsstest du wohl gerne. Oh nein, Leute. Kann er auch auf noch mehr Grundstücken von mir hier abbauen oder was? Es geht nicht. Hey Snoopy, ich komm zu dir. Nur weil ich... Oha, ich kann auch nicht mehr fliegen, Leute. Ich brauche schon ein Game. Und was machst du hier, ey? Du machst ja alles voll mit Lava. Was ist hier ein Grundstück? Leute, wir sind, glaube ich, in der Farmwelt, oder? Ja, das bringt dir gar nichts, alles kaputt zu machen. Was soll das? Warum tust du das? Egal. Du weißt, die ganzen Spieler, die ganzen Spieler wollen ja einfach nur in Frieden rumlaufen, Blöcke abbauen und machst hier gerade alles kaputt, Mann. Das ist volles Griefing. Egal. Snoopy, wirklich jetzt? Oh nein. Aber ich glaube, die Map wird eh hier wieder resettet, Leute. Die bleibt nicht für immer. Deswegen ist, glaube ich, nicht so schlimm. Aber Snoopy, das ist echt nicht nice, Mann. Warum machst du jetzt hier alles voll mit Lava, ey? Das geht doch nicht. Oh, ich glaube, du bist echt sauer. Ich kann es verstehen. Ich kann es auch verstehen, doch, Mann. Das ist echt zu viel, Leute. Ja, und du bist schon wieder verschwunden. Snoopy, wo bist du denn jetzt bitte wieder? Willst du noch mehr Sachen kaputt machen? Hier auf dem Minecraft-Server oder was? Ja. Ja, und was? Was willst du kaputt machen? Das bringt dir doch alles nichts. Komm mal her. Ja, okay, ich komm zu dir. Ich werde jetzt mein... Was wirst du? Ich werde meinen eigenen Server sprengen. Dein eigenes Grundstück? Ja. Wie? Das kannst du nicht tun, was machst du da? Hör, Snoopy. Ist das hier wirklich dein Grundstück oder was? Warum machst du dein eigenes Grundstück kaputt? Das ist dein eigenes Haus. Das bringt dir doch nichts. Das ist mein von dir. Snoopy, bitte, warum? Ja. Oh nein, oh nein, oh nein, Leute, das darf doch nicht wahr sein. Oh nein, oh nein, oh nein, was geht hier? Bitte, ich spreng hier alles nicht, bitte. Komm schon, oh nein. Warum platzierst du wieder TNT? Das muss nicht sein. Aber es geht eh nicht hoch. Du hast es, glaube ich, deaktiviert. Warum hast du es wieder aktiviert? Nein! Snoopy, das kannst du nicht tun. Dein armes Minecraft-Haus. Snoopy, das wirklich. Was meinst du mir? Wieso machst du denn dein Haus hier auf meinem Minecraft-Server kaputt? Das kannst du doch nicht tun. Ich spiele nie wieder auf diesem Server. Hä? Snoopy, bitte. Hör auf, das hier alles anzuzünden. Was steht hier? Turm? Das ist doch kein Turm. Was hast du hier gebaut, Snoopy? Aber warte, du machst jetzt alles voll mit Lava. Das ist dein eigenes Haus. Ey, warte, ich muss das schnell stoppen, Leute. Ich muss das hier schnell, dass es hier aufhört. Ich nehme mir gleich eine Lava weg und eine TNT-Blöcke. Lass jetzt. Das muss nicht sein. Nimm sie, Lil Snoopy. So. Lava hast du jetzt nicht mehr. So, TNT-Blöcke sind auch weg. So, Leute, damit der muss hier wirklich hiermit aufhören. Das kannst du nicht machen. Das bringt dir wirklich nichts, Snoopy. Ich werde mich auch entschuldigen bei dir. Oh nein, das ganze Haus brennt sogar noch weg, Leute. Das müssen wir schon aufhalten. Nein. Snoopy, guck mal, das ganze Haus brennt weg. Guck doch hier nicht zu. Mach was. Nein, das soll verbrennen. Nein, das Haus soll nicht verbrennen. Wirklich. Du kannst hier noch spielen. Du kannst hier noch voll viele Sachen bauen. Du kannst hier Items farmen. Wirklich, man, du kannst hier noch so viel auf den Server machen. Ich werde dir auch helfen. Oh nein. Leute, macht ihr wirklich alles kaputt? Das ist doch nicht wahr. Ich kann es, glaube ich, nicht mehr aufhalten. Das ist zu viel Feuer. Oh nein, Snoopy, bitte. Du warst so gemein zu mir. Snoopy, ich habe dir doch nur einen Bogen geklaut auf der YouTuber-Insel. Wir haben mich auch nicht gemacht. Ja, ist mir egal. Du kriegst jetzt die Rache. Oh nein, Leute, das ist echt nicht wahr. Warte, vielleicht kann ich das irgendwie stoppen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Und zwar kann ich hier, glaube ich, Feuer entfernen erstmal. Mit einem Befehl, wenn ich das hinkrieg. Das Feuer durch nichts ersetzen. So, das Feuer ist weg. Nein, ich hab's weggekommen. Das bringt dir nichts mehr. Nein. Dein Haus wird nicht mehr kaputt gehen. Ich muss es schnell wieder reparieren, Leute. Nein. Was hast du hier getan? Leute, das war echt zu viel. Oh nein. Echt, jetzt mache ich alles kaputt. Was kann der Server dafür? Hier, guck mal, du kannst die Erde nicht mehr abbauen, bringt dir nichts. Ich platziere jedes Mal neu. Nein. Oh nein, hör auf, das abzubauen, wirklich. Oh nein, das Holz kann ich nicht schützen, bitte, dein Haus, nein. Ja. Das kann ich nicht sofort wieder platzieren, Leute. Ich brauche einen anderen Plan, ich brauche einen anderen Plan. Oh, ich habe, glaube ich, eine Idee, was ich machen kann. So, weil wir müssen mal wirklich untereinander reden, das geht nicht. Du kannst nicht einfach alles kaputt machen gehen. So, warte mal. Und das hier, Leute, das muss funktionieren. So, dann schnell das hier. Und dann habe ich dich gleich. So, warte. TP.
Und zack, jetzt bist du hier drin. Hier kannst du nichts kaputt machen. Hör auf damit, Snoopy. Hä? Hör auf dich. Du kannst dich einfach hochbauen. Ich habe vergessen, die Decke zu machen, Leute. Nein, bitte, Snoopy. Okay, Leute, dann muss ich jetzt noch schnell eine Decke machen. Oh nein, jetzt geht sie wieder alles weiter kaputt machen. Das ist doch echt nicht wahr. Was ist denn hier los? Ich habe im Chat geschrieben, dass ich meine Sachen für 1 Euro verkaufe. Wie deine Sachen verkaufen für 1 Euro? Was meinst du mit verkaufen? All meine Sachen verkaufe ich jetzt. Alle deine Sachen, deine Items oder was? Die sind mehr als 1 Euro wert. Guck mal, ich glaube, allein deine Nähsausrüstung ist über 100.000 wert. Du kannst sie doch nicht jetzt für 1 Euro verkaufen. Und deswegen sind jetzt noch so viele Leute, die wollen das, glaube ich, hier alle kaufen. Geht weg, Mann. Was das? Ich darf das nicht einkaufen, bitte! Das ist viel zu günstig! Snoopy, mach das nicht! Verkauf nicht deine Items! Die sind wirklich krass! Und alle her! Ihr kriegt alles! Nein, mach das bitte nicht! Hier, Snoopy! Paar Sachen für euch. Was machst du da? Ey, hör auf, die Sachen zu verschenken! Wirklich, kannst du doch nicht machen! Die haben wirklich einen Wert! Damit, Hier, für euch! Nein, Snoopy, guck mal, du musst das doch so lange farmen, wirklich! Das hat doch so lange gedauert! Und jetzt schmeißt das einfach alles weg! Das kannst du wirklich nicht tun! Oh ja, nein! Oh nein, Leute, schmeiß alle seine Items weg. Nein, ich muss es schnell irgendwie stoppen. Warte mal, P-Flex. Ich glaube, ich kann aktivieren, dass hier nichts mehr aufheben können, die Leute. Zack. Jetzt können die nichts mehr aufheben, oder? Ich muss kurz gucken, Leute. Ja, es geht nicht mehr. Du kannst deine Items nicht mehr wegschmeißen. Mann. Snoopy, wirklich. Du klingst auch ein bisschen traurig. Was ist denn los, Snoopy? Bist du wütend und traurig gleichzeitig? Ja. Oh nein, Leute, was habe ich hier angerichtet? Was habe ich getan? Ich hätte das auf der YouTuber-Insel nicht machen dürfen. Ich hätte nicht so angreifen dürfen. Es tut mir doch leid. Aber ich habe gesehen, du bist ein Mitglied von Team Diamanten oder du wolltest einer werden. Und ich wollte dich nur aufhalten, Snoopy, wirklich. Ja. Und ich dachte, du wirst einer von den Bösen und ich musste dich stoppen. Du musst lieber in den Alpha-Clan kommen und nicht jetzt alles kaputt machen. Ich aber böse aus... Gerade ja. Du hast ja alles kaputt gemacht. Du hast ja alle Items weggeworfen, die voll wertvoll sind. Einfach so, das geht nicht. Ich meine, du kannst ja deine Items verschenken, wie du willst. Aber das ist so viel Stunden Aufwand gewesen, Leute. Und das ist einfach echt schade. Das geht nicht. So, warte mal. Ich habe jetzt hier die einzige Lösung, glaube ich. Damit wir erstmal in Ruhe reden können, habe ich eine Idee, Leute. Ich glaube, ich gehe jetzt zu einem Ort. Warte mal. Und zwar hier. Und dann kannst du, glaube ich, gar nichts mehr wegwerfen. Warte ab, Snoopy. Das kriegst du nicht hin. Doch, das werde ich hinkriegen. Dann kannst du auch nichts mehr kaputt machen. Dann ist wirklich vorbei, Mann. Warte mal, ich muss ihn schnell hier reinbringen. Zack. Gott, Jay. Du hast nichts gehört. Gar nichts. Und erstmal, so, ich mach erstmal so. Zack. Guck mal, ich hab dich jetzt ins Scammer-Gefängnis erstmal eingesperrt. Nein, wo bin ich? So, warte mal, und ich glaube hier. Oh, Leute, hier kannst du noch Items rauswerfen. Das ist gar nicht gut. Das muss ich schnell aufhalten. Nein, lass das bitte, Snoopy, bitte. Nein, schmeiß die Items nicht weg, bitte. So, Set Barrier. So, jetzt kannst du da nichts mehr rüberwerfen. Und hier auch nicht mehr. Das habe ich jetzt erstmal zugemacht. Snoopy, bitte behalt deine Items. Sie sind krass, Mann. Wir müssen jetzt reden, wirklich. Versuche jetzt auch mal gleich Spawn einzugeben oder so. Du kommst hier nicht mehr weg. Wenn du ja also auf meinem Server spielen willst, dann musst du jetzt an mir vorbei. Das geht ja wirklich nicht. Ja, du kannst ja nicht mehr, Porn. Es geht nicht mehr. Du bist jetzt wirklich im Gefängnis gefangen. Guck mal, es kommen sogar alle Zuschauer. Die wollen auch nicht, dass du gehst. Hör auf damit. Hier, ihr kriegt alles. Nein, das geht ja nicht mehr. Kannst du deine Items auch nicht droppen? Warte mal, drop die mal. Ich glaube, die können die nicht wegnehmen, oder? Warte mal. Bitte können die nicht aufheben, Leute, bitte. Nein, das funktioniert. Snoopy, auf damit. Behalt die Items. Nein. Ich muss es stoppen, bitte. Du darfst das nicht tun. Snoopy, warum passiert das denn alles? Ist das jetzt wirklich alles nur wegen der YouTuber-Insel, oder was? Ja. Bist du deswegen traurig, weil ich dich besiegt habe? Oh Mann, was kann ich denn jetzt tun, Leute? Oh Mann, ich kann, glaube ich, nicht mehr sagen als Entschuldigung, Mann. Snoopy, es tut mir wirklich leid. Ich würde dir deine Items wieder zurückgeben auf die YouTuber-Insel. Das reicht mir noch nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das wirklich so verletzt und so angreift. Oh Mann, Leute, das ging echt, glaube ich, zu weit von mir. Ich glaube, das war wirklich rücksichtslos. Aber ich dachte, du gehörst zu den Bösen und ich wollte dich einfach wirklich nur schützen. Oh nein, Leute, was machen wir jetzt? Snoopy, es tut mir wirklich leid, oh nein. Ich glaube, ich überlege mir was. Warte mal, ich sehe auch gerade, du hast noch gar keinen Rang auf meinem Server. Warte mal, ich glaube, wir könnten hier schon mal was Cooles tun. Also, ich verspreche dir jetzt schon mal, du kriegst dein Item zurück auf die YouTuber-Insel. Und jetzt hier auf Jostein gebe ich jetzt noch einen Rang. Warte mal kurz. So, ich gebe jetzt erstmal was ein. Zack, hat's funktioniert. Warte, Snoopy, komm einmal neu auf den Server drauf, okay? Dann wirst du erstmal dein neues Upgrade hier sehen. Oh Mann, Leute, es tut mir wirklich so leid, Mann. Ich wusste gar nicht, dass ich so böse bin. Oh Leute, ich hoffe, es funktioniert. Ah, da bist du ja schon. Oha, warte, guck mal, Snoopy. Ich hab dir jetzt den YouTuber rangegeben. Ah.
auf meinem Serviusstand.de, weil ich mache das jetzt, weil ich hier als YouTuber anerkenne. Ich weiß, du bist auch großer YouTuber, wir sind hier beide auf der YouTuber-Insel und dies und das. Deswegen ist es natürlich hier selbstverständlich, dass ich jetzt auch den Rang gebe und Subi, wir müssen auf jeden Fall noch weiterreden. Was ist denn los? Wieso bist du so traurig gewesen und warum so wütend? Es muss doch noch einen Grund geben. Du warst immer so gemein zu mir. Ich war immer so friedlich und du greifst mich immer an, obwohl ich nie was getan habe. Ach, du meinst generell auf der YouTuber-Insel oder was? Ja. Leute, ich muss mich gerade erinnern, Leute. Ich glaube, Snoopy, du warst echt immer von letztem auf der YouTuber-Insel. Ich war, glaube ich, immer nur der Gemeine. Oh nein, ich glaube, du hast da recht. Ich hab dich, glaube ich, immer ohne Grund angegriffen und alles. Oh nein, ich kann mich erinnern, Snoopy. Ich habe das nur getan, weil es auf der YouTuber-Insel war. Hier würde ich das niemals tun. Habe ich dich jemals hier auf Yoshin.de angegriffen? Nein, hast du bis jetzt noch nicht. Außer heute, vielleicht, weil ich dich stoppen wollte. Aber sonst habe ich hier nie was getan. Ich war immer nett. Und warte mal, ja. Wir werden das auch anders klären. Wir müssen das auf jeden Fall noch hinkriegen. Warte mal, ich mach dich erstmal jetzt raus aus dem Gefängnis. Also du musst dir keine Gedanken mehr machen. Ab jetzt wird sich wirklich alles ändern. Ab jetzt werde ich nett zu dir sein. So, du bist erstmal aus dem Gefängnis wieder raus. Aha. Warte mal, ja. Ich komm zu dir. Jetzt bist du wieder frei. Jetzt kannst du wieder wirklich alle Befehle eingeben, die du willst. Und warte mal, jetzt lass erstmal zu deinem Haus gehen, okay? Weil du hast jetzt dein ganzes Haus kaputt gemacht. Das geht nicht. Warte mal, das müssen wir wieder gerade biegen. Es darf echt nicht sein, dass du traurig bist. So, hier bist du. Ich hab dich teleportiert. Guck mal, du hast dein ganzes Haus hier kaputt gemacht. Und das war eh nur aus Erdblöcken. Vielleicht war's doch deswegen sauer. Guck mal, wir können das jetzt ganz schnell ändern. Hast du wirklich nur ein Haus aus Erde gehabt und so? Warte mal, das geht jetzt viel besser. Und zwar habe ich jetzt erstmal die Erde ersetzt. Guck mal durch. Quatsch, wir können hier eine ganze Villa hinbauen. Sollte locker funktionieren. Du kannst doch nicht hier einfach so ein Erdhaus haben hier auf meinem Microsoft. Das geht nicht. Vor allem hier als YouTuber. Ja, das stimmt. Oder warte, Leute, ich habe, glaube ich, eine Idee. Vielleicht kann ich hier auch einfach eine Villa einfügen. Ich überlege mal kurz, wie das geht. Moment. Okay, Snoopy, guck mal jetzt. Jetzt kriegst du ein richtiges Minecraft-Haus. Dann wird dir das auch hier viel mehr gefallen. Warte, zack. Und hat's funktioniert? Ja, hat es. Guck mal dein Haus. Was damit passiert ist. So, jetzt erstmal jetzt zum Start, damit du richtig alles auf dem Server weiterspielen kannst, habe ich hier erstmal eine ganze Villa eingebaut. Guck dir das an, du hast ja auch sofort Items drin und alles. Rüstung und Tools, schau dir das an. Einen besseren Start gibt es hier gar nicht. Und schau dir die Häuser hier im Vergleich nebenan an. Ich glaube, die sind ja noch nicht so krass wie dein Haus hier. So, hast du hier schon einen Pool. Pool hast du auch. Den Pool können wir sogar ändern, glaube ich. Warte mal, ich mache den aus viel krasseren Blöcken. Und Leute, kriege ich das hin? Ich bin gespannt. Das muss funktionieren. Komm schon, Walls, Gold. Und zack, guck mal, los ist ein goldenen Pool. Richtig heftig. Was ist das denn? Ich glaube, das haben auch YouTuber auf der YouTuber-Insel. Aber wir machen das hier noch krasser. Wir machen unten nämlich noch Netherite-Blöcke. Guck mal, du hast da unten richtig viele Netherite-Blöcke. Das hat niemand. Ich glaube, du bist immer noch nicht zufrieden, Supi. Okay, warte, ich bieg das wieder gerade. Vertrau mir. Warte mal. Was können wir noch machen, Leute? Wir können Diamantblöcke nehmen. Oder sogar Emerald-Blöcke. Und dann noch einen Beacon und dann eine ganze Pyramide machen. Ich versuche das mal schnell zu bauen. Funktioniert das auch mal? Ich bin kein Minecraft-Profi. Ich glaube, so ungefähr. Und so. Funktioniert das? Und ja, es funktioniert. Guck mal, jetzt hast du noch einen eigenen Beacon, wo man hier Jump-Boost kriegt. Jetzt kannst du durchgehen richtig krass springen. So, warte mal. Die Bäume können wir auch noch ersetzen, Leute. Die sind viel zu billig, die Bäume. Wir machen die viel krasser. Und zwar machen wir die Bäume zu Diamantbäumen. Guck mal. Was? Oh mein Gott. Alles hier für dich. Als Entschuldigung, wirklich. Und warte mal, was kann ich hier noch machen, Leute? Ich glaube, ich muss jetzt selber erstmal hingehen zu dir. Persönlich, Snoopy. Und dir einfach nochmal wirklich Entschuldigung sagen für alles, was ich auf der YouTuber-Insel getan habe. Ich weiß, es war viel zu viel. Ich mache immer ein bisschen Drama auf dem Server, aber ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich das so verletzt. Ja, Snoopy. Oh nein. Bist du immer noch traurig? Bist du immer noch wütend? Oh nein, ich weiß nicht, Leute. Kannst du mir noch einen Wunsch erfüllen? Einen Wunsch erfüllen? Ja, gerne, kein Problem. Ich mache alles, Snoopy, wirklich. Ich wollte immer auf die Alpha-Insel. Was? Du wolltest schon immer auf die Alpha-Insel, oder was? Hier auf dem Server? Warte mal. Das ist ja gar kein Problem. Warte, das lösen wir sofort. Warte mal, ich gehe zur Alpha-Insel. Und ich werde dich nicht einfach nur drauf lassen. Ich werde dir auch jetzt ein Grundstück geben. Warte ab, Mann. Da sind schon ein paar Spieler, aber... Und ihr wisst, Leute, hier noch aktuell ein Grundstück zu kriegen ist ultra schwer. Ich muss jetzt nur gucken, wo hier noch eins frei ist für dich. Ich hoffe, ich habe irgendwo einen nice Spot, wo du ein Haus haben kannst. Warte mal. So, Leute, ich glaube, hier ist noch gar keins frei. Deswegen erstelle ich einfach mal noch ein ganz krasses neues für dich. Warte mal. Hier ein Block. Ich muss kurz nachrechnen, Leute. Grundstück erstellen ist nicht so einfach. So, hier drei Blöcke. Zack. 10 mal 10 Blöcke. So, war das hier Standard auf der Alpha-Insel? Und 9 Besitzer bestätigen. So, Snoopy, du kannst jetzt hier auch wirklich auf die Alpha-Insel drauf. Guck mal.
wie du es dir gewünscht hast. Und jetzt kannst du dir dein eigenes Haus bauen. Hier ist dein Grundstück. Warte, 10x10 Blöcke. Von wo bis wo ist das? Hier kannst du noch bauen. Guck mal, wie weit kannst du bauen? Das ist ja richtig groß. Hier kannst du bauen. Hier kannst du noch bauen. Bis da vorne, glaube ich. Du hast hier dein ganzes Grundstück. So, ich mache dir sogar noch... Warum ist in Erfüllung gegangen? Nice, Mann. Ich hoffe wirklich, mehr kann ich auch, glaube ich, sonst nicht machen, außer Entschuldigung noch sagen. Wenn du noch irgendwelche Wünsche hast, ich kann dir wirklich versuchen, alle zu erfüllen, wenn es mir möglich ist. Von anderen Server habe ich leider nicht recht, denn nur hier. Und ich habe wirklich alles getan, Supis. Tut mir wirklich nochmal leid für alles auf der YouTuber-Insel. Ja, ich sag dir ehrlich, ich verzeih dir. Hä? Du verzeihst mir? Wirklich jetzt? Ja. Wirklich, Supi? Du hast für mich gerade so viel getan. Mein Traum ist in Erfüllung gegangen. Als ob, Supi, das ist ja richtig nice. Du kannst mir vertrauen, ich werde nie wieder irgendwas Böses auf der YouTube-Insel tun, okay? Ja. Ich werde jetzt versuchen, alles korrekt zu machen, immer nett zu sein. Ich wusste wirklich nicht, dass ich das so alles krass verletzt. Deswegen nochmal Entschuldigung. Viel Spaß dir dann auf jeden Fall hier mit deinem Grundstück auf der Alpha-Insel. Ja, danke. Oh Mann, Leute, ich muss wirklich echt aufpassen, was ich hier so alles anrichte. Ich muss jetzt wirklich in Zukunft mehr drauf achten. Will ich damit verletzen und wen nicht? Aber damit würde ich jetzt mal sagen, lasst ein Like da, Leute, lasst ein Abo da. Kommt ja auch auf mein Zerviewschein.de mit Handy und PC, wenn ihr hier drauf spielen wollt. Schaut doch bei Snoopy vorbei. Sein Kanal ist in der Beschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, tschüss, Leute. Ciao.